Das Vorstellungsgespräch ist ein sehr wichtiger Teil des Einstellungsverfahrens, wenn nicht sogar der allerwichtigste. In diesem Gespräch geht es darum, dass du die Personalabteilung bzw. deine künftigen Mitarbeiter von dir überzeugst. Die Fragen, die dir im Vorstellungsgespräch begegnen, sind jedoch immer wieder dieselben. Und du solltest dich, wenn du die ganze Sache ernst nimmst, natürlich auf diese Fragen vorbereiten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lukas Weigerstorfer von der Website beamtentest-vorbereitung.de. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt und zeige euch heute, wie ihr euch auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten könnt. Dieses Video gilt jedoch nicht nur für Vorstellungsgespräche in der öffentlichen Verwaltung, sondern auch eben für Vorstellungsgespräche in Unternehmen. Dies ist der erste Teil einer zweiteiligen Videoserie. Am Ende des Videos verlinke ich euch den zweiten Teil dazu und auf meiner Website habe ich euch auch einen Blogartikel hierzu verfasst. Den Link zu dem Blogartikel findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, zuallererst mal hängt es von eurer zukünftigen Behörde ab, ob ihr ein Assessment Center durchlaufen müsst oder ob ihr ein Vorstellungsgespräch durchlaufen müsst. Das ist so, dass größere Dienstherren, größere kommunale Verwaltungen beispielsweise, arbeiten gerne mit Assessment Center, das 1 bis 2 Tage dauert. Aber ein Großteil von euch wird sich auch bei kleineren Kommunen oder einfachen Landratsämtern bewerben und dort findet das Vorstellungsgespräch nach wie vor häufig statt. Das Vorstellungsgespräch findet dort in der Form des multimodalen Interviews statt. Ich habe schon einmal ein Video auf diesem Kanal veröffentlicht über dieses Thema, über dieses Interview. Hier oben findet ihr den Link zu dem Video. Ich empfehle euch, dieses Video oben auf jeden Fall anzuschauen, bevor ihr euch das heutige Video anschaut. In diesem Video zeige ich euch heute jetzt, welche Fragen konkret auf euch zukommen und wie ihr euch am besten vorbereitet. In dem anderen Video, das ich schon in der Vergangenheit gemacht habe, geht es darum, wie dieses Interview grundsätzlich aufgebaut ist, damit ihr wisst, womit ihr es zu tun habt. Für euch gleich zu Beginn eine wichtige Regel. Das Allermindeste, was ihr für ein Vorstellungsgespräch vorbereiten solltet, sind die Fragen, die ich heute euch in diesem Video zeige. Denn das, was ich euch heute zeige, sind wirklich Standardfragen, die immer wieder drankommen und mit denen ihr schlicht und einfach rechnen müsst. Der große Vorteil dabei ist, dass ihr euch auch auf diese Fragen vorbereiten könnt. Ihr könnt euch jetzt zu Hause hinsetzen, diese Fragen mitschreiben und euch dann passende Antworten dazu überlegen. Also das heute ist wirklich eine einfache Möglichkeit, um sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten. Die erste Phase dieses multimodalen Interviews ist ja die Phase Gesprächsbeginn. In der Phase Gesprächsbeginn geht es jetzt um ein kleines Kennenlernen sozusagen. Man begrüßt sich und man will einfach mal ein paar Sätze miteinander wechseln, um ins Gespräch zu kommen. In dieser Phase Gesprächsbeginn kommen jetzt ganz einfache Fragen auf euch zu. Fragen wie beispielsweise, haben Sie gut hergefunden? Oder möchten Sie etwas trinken? Denn meistens bietet man euch ja auch etwas zu trinken an. Das sind dann auch Fragen, die so nicht bewertet werden. Also eure Antwort darauf wird noch nicht bewertet. In dieser ersten Phase Gesprächsbeginn werden sozusagen keine Punkte vergeben. Es ist so, dass ihr in diesem Teil also eigentlich keine Fehler machen könnt. Aber nur zur Information, diese Fragen werden euch in diesem Gesprächsteil begegnen. Es kann auch sein, dass man euch mit ganz einfachen Openern entgegenkommt, wie beispielsweise, es freut uns, dass Sie heute hier sind oder es freut uns, dass Sie sich Zeit genommen haben. Nun folgt die zweite Phase dieses Interviews und das ist die Selbstvorstellung des Bewerbers. Jetzt wird man euch ein paar Fragen stellen und man erwartet dann von euch, dass ihr auf diese Fragen eingeht und ausführlich antwortet. Das sind zum Beispiel Fragen wie, erzählen Sie etwas über sich? Das ist natürlich eine Frage, da kann man schon sehr ausführlich werden. Da kann man dann über die Schule reden, über Privates, über sein bisheriges berufliches Leben und so weiter. Ich habe bei meinen Vorstellungsgesprächen auf diese Frage übrigens immer gleich geantwortet. Ich habe mich zunächst persönlich vorgestellt mit meinem Namen, mit meinem Wohnort und mit meiner bisherigen schulischen Laufbahn. Das war so mein Einstieg. Dann habe ich etwas über Hobbys gesprochen und dann kamen auch meistens schon Rückfragen. Diese Frage, erzählen Sie etwas über sich, ist also eine Frage, die euch sehr viel Raum freilässt. Konkreter sind da schon Fragen wie, was machen Sie privat? Oder erzählen Sie etwas über Ihren bisherigen beruflichen Werdegang. Wenn du ein Schulabgänger bist, dann kann es sein, dass Fragen kommen wie zum Beispiel, was hast du für schulische Ehrenämter belegt, wenn du etwa Schulsanitäter warst? Oder dann fragt man dich, was sind deine Lieblingsfächer gewesen? Gerne wird hier auch ein Bezug zu den Fächern Deutsch und Mathematik hergestellt. Denn Deutsch und Mathematik sind Fächer, die sich später in der Ausbildung auch auswirken werden. Egal, ob du ein duales Studium oder eine Ausbildung im öffentlichen Dienst anstrebst, du brauchst immer Kenntnisse aus Mathe und Deutsch. Mathe zum einen, weil dieses Fach ein sehr analytisches Denkvermögen voraussetzt und du später in den Rechtsfächern, die du lernst, auch analytisch denken musst. Jemand, der gut in Mathe ist,
der hat das Potenzial, auch im Bereich Recht gut zu sein. Und wer gut in der deutschen Sprache ist, also gute Noten im Fach Deutsch hat, der kann auch das Gesetz besser verstehen und kann die langen und verschachtelten Sätze besser verstehen. Es kann also durchaus sein, dass man euch auf diese Fächer anspricht und fragt, was ihr da zum Beispiel gerade durchnimmt. Es folgt als drittes der freie Gesprächsteil. Ihr habt ja jetzt im zweiten Teil einiges von euch preisgegeben und jetzt kommen ganz einfach Rückfragen dazu. Wenn ihr etwa gesagt habt, dass Deutsch und Erdkunde eure Lieblingsfächer sind, dann kommen jetzt Fragen wie, warum ist das dein Lieblingsfach? Oder machst du auch Privatsport? Welche Sportarten betreibst du? Wie oft machst du Sport in der Woche? Und so weiter. Ihr habt ja im zweiten Teil schon einiges von euch preisgegeben, habt über euch erzählt und dazu kommen jetzt Rückfragen. Wenn ihr euch auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet und auf diesen zweiten Teil vorbereitet, dann solltet ihr auch immer im Hintergrund haben, es kann sein, wenn ich jetzt etwas von mir erzähle, dass dann auch Rückfragen dazu kommen. Bei mir war das damals so, dass ich im zweiten Teil eben erzählt habe, dass ich auch recht gerne Sport mache. Und man hat mich dann eben gefragt, wie ich das Schulische und das Sportliche unter einen Hut bringe. Also, dass ich sowohl Zeit für Hausaufgaben und zum Lernen habe, aber auch Zeit für das Training habe, zum Beispiel. Nur damit ihr mal einen Einblick bekommt oder nur damit ich euch mal ein konkretes Beispiel zeigen kann, mit was für Fragen ihr da rechnen müsst. Ihr solltet also auch auf gar keinen Fall lügen, denn Lügen fallen dann später auf und es kann sein, dass ihr euch wieder sprecht und so weiter. Also sagt ganz einfach die Wahrheit. In diesem freien Gesprächsteil hat man mich damals etwa über einen Lehrer ausgefragt, der mich damals unterrichtete, weil der Mitarbeiter im Personalamt schon denselben Lehrer in der Schule hatte und der hat mich dann gefragt, ob der immer noch so drauf ist und so weiter. Also es kann dann auch sein, dass man ganz schnell über private Sachen spricht. Ja, kommen wir zum vierten Teil. Der vierte Teil ist die Berufswahl sowie die Organisationswahl. Jetzt möchte man von euch wissen, warum ihr euch für diesen Beruf interessiert und warum ihr euch ausgerechnet bei diesem Arbeitgeber beworben habt. Jetzt kommen Fragen wie, warum haben Sie sich ausgerechnet bei uns beworben? Oder warum denken Sie, dass genau Sie der richtige Kandidat für unsere Stelle zum Verwaltungsbeamten sind? Man möchte also jetzt wissen, wie ihr auf diese Fragen reagiert und man erwartet von euch jetzt ordentliche Argumente, denn ihr sollt ja jetzt ausführen, warum ihr der eine richtige Kandidat seid und warum ihr euch auch gegenüber den anderen durchsetzen könnt. Eine konkrete Frage, die hier auch gerne gestellt wird, ist, was macht Sie aus? Also was sind besondere Eigenschaften von Ihnen, die Sie von anderen Menschen unterscheiden? Wenn wir Sie jetzt einstellen, was haben wir von Ihnen? Das denken sich diese Leute und das fragen diese Leute. Das heißt, in dieser Phase des Gesprächs müsst ihr auch überzeugend klingen und müsst ihr auch einfach ehrlich sagen, was euch ausmacht, was euch besonders macht und worin ihr glaubt, worin ihr euch eben bestens einbringen könnt. Also das sind dann auch charakterliche Eigenschaften, an die ihr glaubt und charakterliche Eigenschaften, von denen ihr selber überzeugt seid und sagt, hey, ich bin jemand, ich bin sehr geduldig oder es macht mir Spaß, anderen Menschen zu helfen oder Menschen Auskünfte zu erteilen und so weiter. Seid da also ruhig ehrlich, überlegt da wirklich zu Hause auch mal ruhig, was macht euch aus, was macht euch besonders, was könnt ihr besser im Vergleich zu anderen Menschen. Das sind dann genau die Punkte, die man in diesem Teil von euch hören möchte. In diesem Teil stellt die Behörde oder das Unternehmen auch gerne eine Frage, die sie für sich selber verwenden möchten. Also man fragt euch zum Beispiel, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Auf diese Weise möchte die Behörde oder das Unternehmen herausfinden, welche Werbeform am besten funktioniert. Also auch solche Fragen kommen in diesem Teil des Gesprächs auf euch zu. Was hier auch sehr gerne gemacht wird, man fragt euch, wo ihr euch persönlich in 5 bis 10 Jahren seht. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man dann mit 16, 17, 18, 19 in diesem Vorstellungsgespräch sitzt, gerade von der Schule kommt und eigentlich noch gar nicht weiß, ob das überhaupt der richtige Job für einen ist. Und man gar nicht weiß, wo man im Leben mal hin will. Denn in diesem Alter haben ja kaum Leute wirklich einen konkreten Plan von ihrem 30-jährigen Ich oder von einem 40-jährigen Ich. Also ist natürlich von Vorteil, wenn man das hat. Aber diese Frage überrascht immer wieder Bewerber. Ja, für euch ist natürlich jetzt interessant, wie solltet ihr auf genau diese Frage antworten? Am besten, ihr informiert euch im Voraus über das Unternehmen oder die Behörde. Informiert euch, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt und wie ihr euch in diesem Job weiterentwickeln könnt. Wenn euch jetzt diese Frage gestellt wird, dann könnt ihr sozusagen den Ball zurückspielen und könnt sagen, dass ihr euch für die und die Weiterbildungsmöglichkeit interessiert. Wenn ihr euch für den mittleren Dienst bewerbt, dann könnt ihr ja sagen, ich habe Ambitionen, dass ich dann auch mal nach einigen Jahren im Job vielleicht, wenn es mir ermöglicht wird, den Aufstieg in den gehobenen Dienst mache. Zeigt dem Arbeitgeber also, dass ihr euch bereits informiert habt, zeigt ihm, dass ihr über die Weiterbildungsmöglichkeiten Bescheid wisst
und dass ihr bereit seid, euch zu entwickeln. Dass ihr nicht so zufrieden seid, wie alles ist und euch damit sozusagen zufrieden gebt, sondern zeigt ihm, dass ihr zwar dankbar seid für das, was ihr habt und das, was euch dieser Arbeitgeber liefert, dass ihr aber auch gleichzeitig immer nach mehr strebt und dass ihr bereit seid, euch zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, den man hier anbringen kann. Bei Hochschulabsolventen kann es passieren, dass man euch in diesem Gesprächsteil nach eurem konkreten Fachwissen fragt. Im Vorstellungsgespräch sitzt euch dann nicht nur der Personalchef gegenüber, sondern auch ein Mitarbeiter aus eurem zukünftigen Sachgebiet oder sogar der Sachgebietsleiter. Und da kann es schon mal sein, dass der euch von aktuellen Fällen berichtet, dass der euch berichtet, was aktuell in eurem zukünftigen Sachgebiet sozusagen vor sich geht. Und dann kann er euch mal nach eurer Meinung zu einer bestimmten Thematik befragen. Dazu ist es also sinnvoll, gerade für Hochschulabsolventen ist das jetzt ein guter Tipp, sich mal auf der Behördenseite zu informieren, was die unter sozusagen Aktuelles, also bei ihren News aktuell angeben, was da für große Projekte anstehen, ob in diesem Landkreis oder in dieser Stadtgemeinde gerade ein großes Bauprojekt ansteht und so weiter, wenn ihr euch zum Beispiel als Bauzeichner dort bewerben möchtet. Wenn ihr also schon mal Berufserfahrung habt, wenn ihr schon ein abgeschlossenes Hochschulstudium habt, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass in diesem Gesprächsteil auch Fragen zum Fachwissen kommen. Der Personaler kommt in diesem Gesprächsteil auch gerne auf eure Bewerbung zurück und hinterfragt bestimmte Punkte der Bewerbung, die jetzt von Relevanz sind. Da heißt es dann, Sie haben ja in Ihrer Bewerbung angegeben, dass Sie von 2014 bis 2016 in der und der Firma in dieser Abteilung tätig waren. Erzählen Sie mal was darüber. Das heißt, man möchte jetzt auch euren Lebenslauf ein bisschen auseinanderpflücken. Da wird dann schon einmal genau hingeschaut und da werden dann auch die einzelnen Positionen hinterfragt. Ihr solltet also auch eure Bewerbung ständig im Hinterkopf haben und solltet zu den einzelnen Punkten eures Lebenslaufs vor allem etwas ausführen können, dass man euch nicht auf irgendeine Sache in eurem Lebenslauf darauf hinweist und ihr habt dann überhaupt nicht damit gerechnet, stottert dann irgendwas vor euch hin, müsst erstmal überlegen, was ihr da antworten sollt. Das ist nicht ideal. Ihr solltet euren Lebenslauf sozusagen in- und auswendig kennen und auf jede Frage, die da kommt, schon gerüstet sein. Also zu jeder Position in eurem Lebenslauf solltet ihr auch etwas ausführen können. Ja, dieses multimodale Interview hat ja insgesamt 8 Teile. Im heutigen Video habe ich jetzt die ersten 4 Teile behandelt. In dem zweiten Teil behandle ich dann die letzten 4 und gebe noch so ein bisschen meine persönliche Meinung abschließend hinzu. Ich hoffe, dass ich euch mit dem heutigen Video weiterhelfen konnte und für weitere Informationen könnt ihr gerne auf meiner Website beamtentest-vorbereitung.de vorbeischauen. Wenn ihr euch im öffentlichen Dienst bewerben möchtet, ist natürlich auch der Beamtentest immer der erste Punkt, den es für euch zu bewältigen gilt. Auch dazu findet ihr auf dieser Website alle Infos und die besten Bücher für die Vorbereitung. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Und wenn ihr weitere Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Abschließend verlinke ich euch jetzt hier oben den zweiten Teil dieser Videoserie. Und wer sich für die Ausbildung im Finanzamt interessiert, der findet hier den ersten Teil meiner zweiteiligen Videoserie über die Ausbildung zum Finanzwirt. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit diesen beiden Videos. Wir sehen uns auf beamtentest-vorbereitung.de. Macht's gut, schönen Tag noch, bis zum nächsten Video. Euer Lukas, ciao.